Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal, wie ihr seht, Assassin's Creed Odyssey hat ein Update. Update 1.07. Da ist jetzt ein bisschen was dazugekommen und das wollen wir uns jetzt einfach mal angucken. Ich habe mir dazu ein bisschen belesen und ja. Levels gehen jetzt bis Level 70. Die Leute, die halt länger gespielt haben, also 50 sind und weitergespielt haben bis zu diesem Update, kriegen halt die Punkte oben drauf, bleiben dann aber bei 50 und können dann halt 51, 52 weitermachen, kriegen dazu natürlich nochmal Punkte. Die Leute, die jetzt 49 sind, das Update kommt, oder 50 sind und das Update kommt und dann ganz normal weitermachen, die kriegen natürlich diese extra Punkte nicht. Die sind nur für die, die halt trotz Level 50 weitergespielt haben, Punkte gemacht haben und ja, um die ein bisschen zu belohnen, damit sie nicht umsonst gemacht haben. Der Zyklop ist jetzt mit bei. Das Schiff hat sich verbessert. Hier, da ist der Zyklop. Und wir haben auch ein neues legendäres Schiff. Hier, jetzt Unterweltpaket verfügbar. Da hatte ich ja schon ein Video zu gemacht. Das ist bei mir jetzt hier nicht mehr drin, logischerweise, weil ich es schon gekauft habe. Dann machen wir mal fortfahren. Also ich bin jetzt bei so 125 Stunden oder so bei Assassin's Creed. Also Griechenland, Festland habe ich komplett abgeschlossen. Da ist auch kein Fragezeichen mehr und auch keine offene Mission. Na doch, ein paar Nebenmissionen, aber so Lager oder Festung oder irgendwas dergleichen ist alles in Griechenland abgeschlossen. Pevki ist abgeschlossen. Und dann ganz oben die Insel und dazwischen ein, zwei Inseln auch komplett abgeschlossen. Aber ein, zwei, drei Inseln fehlen mir noch, wo ich noch ein bisschen was machen muss. Dass ich komplett gar nichts mehr habe. Und dann habe ich nur noch eigentlich die Nebenmissionen und die Jagddinger und was waren da noch? Nicht Jagddinger. Ja, doch, die Kopfgeldmissionsteile habe ich dann noch. Ich bin jetzt mal hier gespannt, wie viel Punkte ich dazu bekomme, wie viele Level ich jetzt eigentlich schon gelevelt hätte, weil pro Level gibt es ja einen Punkt. Weil ich bin ja Level 50 geworden, habe die Story beendet, habe Atlantis beendet, habe die Kultisten gemacht, habe Griechenland Festland abgeschlossen. Ach so, nee, das ist das Falsche. So. Wir haben das hier, das. Da unten ist es. Das ist das Aktuelle. Mit 124 Stunden 15 Minuten. Ich habe danach nämlich nochmal Neues angefangen gehabt, um zu gucken wegen diesem Unterweltpaket, ob das übernommen wird, weil mich da jemand gefragt hat, wenn er denn halt zwei Spielstände machen will. Einmal mit ihm und einmal mit ihr, ob das Unterweltpaket, wenn er das kauft oder Pegasus, weil er da sich nicht schlüssig war, ob das dann nur in diesem einen Spielstand ist oder ob das alles mit dazukommt. Auch die Vorbesteller, DLCs und so was alles. Die sind dann auf beiden Spielständen. Oder wenn ihr drei Spielstände oder vier Spielstände habt, sind die halt da. Also ihr braucht das dann nicht pro Spielstand Helix-Punkte aufladen und kaufen. So, ich bin so gespannt. So, der Blitzbringer ist da. So, die Quest können wir gleich mal aktivieren. Das sind nämlich, ist dann auch wieder eine Trophäe. So. Und Fähigkeiten. 8 Level hätte ich weitergemacht. Also ich wäre jetzt bei 58 und kann somit jetzt meine Punkte verteilen. Ihr könnt da ja mal sehen, wie ich das verteilt habe. Ich habe halt viel auf Krieger gemacht und so ein bisschen was auf Schleichen halt. Aber den Bogen muss ich halt noch verbessern. Und dadurch, dass ich jetzt die 8 Punkte habe und ich habe ja auch ein paar durch diese Tafeln, die in der Landkarte, auf der Landkarte versteckt sind, habe ich ja auch gekriegt. Ich weiß noch, ehrlich gesagt, ich habe nicht mal Ahnung, auf was ich da jetzt noch skillen soll, ehrlich gesagt. Machen wir das mal.
Na, Flammen könnte ich mal machen, das habe ich auch nicht mehr, aber ich kriege ja demnächst wieder Punkte. So. Dann haben wir beim Schiff, hat sich dann natürlich auch einiges geändert, wie ich euch gesagt habe. Hier seht ihr das jetzt mit der Rüstung. Visuelle Anpassung, das ist jetzt auch neu dazugekommen. Da könnt ihr die Rüstung, praktisch wenn ihr eine geile Rüstung habt, von den Skills her richtig geil, aber optisch gefällt sie euch nicht so. Wie die Rüstung, wenn ihr einmal durchgespielt habt. Ich habe einmal komplett durchgespielt, habe mit ihm gespielt, habe die Rüstung von Cassandra gekriegt. Cassandra hat keine Rüstung, hat zwar die Rüstung, aber keinen Helm. Ja, ich weiß nicht, wo der Helm ist. Muss ich auch Ubisoft mal anschreiben, was da nun ist, weil ab 5 gibt es diesen Buff von der Rüstung. Ich habe aber nur 4 Teile. Ich habe Beine, ich habe Arme, ich habe Brust und den Lendenschurz, also was unten ist. Ja, und den Helm brauche ich noch, den 5. Teil, damit diese, aber naja. Und dann habe ich noch die Odysseus-Rüstung oder so, da hast du aber nur ein Krönchen. Die hatte ich ja auch schon ein paar Mal an, habt ihr ja gesehen. Die ist so von den Buffs ganz gut, aber mir gefällt die Krone nicht. Das sieht scheiße aus, ich hätte da lieber einen Helm. Aber dann geht mir der Gesamtwert der Rüstung verloren. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, visuelle Anpassung. Ihr könnt praktisch eine Rüstung, die geil aussieht, mit der aber halt scheiß ihr Skill ist, die euch so nicht gefällt, von einer anderen Rüstung die Skills mit zu übernehmen. Aussehen deiner Rüstung ändern. Du kannst diese Aktion direkt im Inventarmenü ausführen, indem du Ausrüstung, Gegenstand auswählst, den du verändern möchtest. So. Wir werden jetzt erstmal hier das Schiff. Plus 20 Geschwindigkeit, das ist ganz gut. So. Werden wir mal hier komplett wieder hochgehen, dass wir alle wieder Gold haben. Oh, hier sind es ein paar mehr. Ich habe genug Holz, also gab viel verkauft und viel demontiert. So. Und schon haben wir die Rüstung komplett. Wir haben auch die Kultisten habe ich jetzt gekriegt, weil die hat ja besiegt. So. Und wenn wir jetzt auf Rüstung gehen, Inventar. So, wir gehen jetzt mal auf die. Achso, ich habe ja alles rausgenommen, wa? So. Herhören! Der Kapitän verlässt das Steuer! Willkommen zurück! So. Wohin segeln? Des Kapitäns, tut, was ihr wollt! Wir nehmen uns einfach mal was aus der Schatzkiste raus. So, abholen. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal ein Schwert. Bogen, das habe ich doppelt, das habe ich doppelt, ich nehme auch mal was Goldenes, die scheiß Krone hier oben, so, und dann nehmen wir einfach mal so einen Armschutz und dann den Armschutz. Und ein Brustpanzer, der uns jetzt, den ich doppelt habe am besten. Und dann noch den. So. Inventar. Wir gehen jetzt mal auf Helm. So. Jetzt können wir hier zerlegen. Ausrüsten. Wir rüsten mal aus. So. Optisch. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, halt uns das anzupassen. Wie gesagt, sie sieht ja jetzt so aus, wie sie jetzt gerade aussieht. Und wenn das jetzt gerade vom Skill zwar cool ist, aber halt optisch jetzt nicht zur Rüstung passt, ja, dann können wir jetzt zum Beispiel sowas machen. Übernehmen. So. Und da können wir dann, wartet mal, ich muss mal so ein bisschen, ist auch ein bisschen doof gemacht, dass man das, so. Können wir jetzt hier schwarz. So, nochmal. So, dann Schmiede. Und da haben wir dann, ist dann für jeden was mit bei, so komplett Schwarz-Gold zum Beispiel. Oder wenn wir jetzt sagen, und dann ist das auch geändert. Und der sieht dann auch so aus. Im Menü natürlich, im Inventarmenü, bleibt das optische, also bleibt natürlich das Original-Icon.
Ja, wir können dann jetzt zum Beispiel Handschuh, habe ich jetzt auch einen lilanen drin. Ich passe das mal schnell an. So, das nehmen wir auch mal. Und achso, das habe ich nicht. Das habe ich auch nicht. Ja, dann eine Waffe nehmen wir noch mit rein. Und einen Bogen. So. Und dann können wir hier auch die Waffe anpassen. Was nun? Weg raus, Young. Viereck. So. Und da haben wir jetzt alle Waffentypen drin und können uns jetzt eine Waffe aussuchen, die uns jetzt vom Optischen besser gefällt. Das ist jetzt zum Beispiel das Schwert von Cassandra. Also die Deimos-Klinge. Kann ich euch ja mal zeigen. Die sieht dann so aus. Die habe ich ja selber schon. Also die bräuchte ich mir jetzt nicht herstellen. So, oder hier dies. Oder... Weil es gibt ja manchmal so eine Sachen, dass man eine geile Waffe hat, die wirklich geil geskinnt ist, die aber scheiße aussieht. Oder hier sowas. Und dann können wir das halt ändern. Hier bei dem haben wir jetzt auch mehrere Auswahlmöglichkeiten. Da könnt ihr so, zum Beispiel auch golden nehmen oder so. Und beim Bogen sieht es genauso aus. Ich mach mal so, dass wir den Bogen sehen. So, da habe ich nämlich auch einen schönen Bogen. Der ist hier jetzt nicht zur Auswahl. Doch, hier, den. Den habe ich jetzt zum Beispiel, aber den echten nicht angepasst, weil ich mit dem Grün das ganz schön fand. Ich hätte es gerne noch mit Gold oder mit Rosa, mit Rot gehabt, so wegen Flammen. Aber leider gibt es das nicht. Und wir können dann uns hier komplett anpassen, damit der Bogen halt zur Rüstung passt. Das geht natürlich auch mit dem Brustpanzer. So, den können wir jetzt auch anpassen, wenn wir das möchten. Ich drehe mal um. Das ist der Brustpanzer, wie er jetzt aussieht. Und ihr seht, hier sind ganz viele. Wir können ja zum Beispiel sowas machen. Oder hier, den habe ich auch im Original. Aber einige Rüstungsteile sind ja irgendwie abhanden gekommen oder hat man aus Versehen verkauft, die lila waren. So, oder wir können das jetzt auch so aussehen lassen. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht. Ihr könnt jetzt, also ich glaube nicht, dass ihr das so machen könnt, weil ich kann das nur so anpassen, weil ich diese Rüstung besitze. Und wie gesagt, ihr verändert ja nicht den Skill der Rüstung. Der Rüstungsskill bleibt gleich. Ihr könnt halt nur das Optische anpassen. So, und wir können dann auch hier zum Beispiel sowas hier nehmen. Das ist von Deimos, die habe ich ja auch, die Rüstung. Also es gibt schon geile Rüstungsteile da drin im Spiel. Oder wenn ihr halt nackig sein wollt, dann habt ihr zwar immer noch die Rüstungswerte, aber, also versteckter Torso. Also da könnt ihr euch komplett ausleben. Ich mach mal schnell wieder zurück. So. Jetzt nehmen wir mal noch schnell zwei Dolche. Dass ich euch das mit den Dolchen auch mal zeigen kann, weil... Lagern, abholen. Ich bin ja gerne der Dolchkämpfer. Ja, ich kämpfe ja gerne mit Dolchen. Und ich habe jetzt hier auch nur noch so eine drin. Nehmen wir die einfach mal raus. So. So, und dann nehmen wir jetzt einfach mal die hier rein. Hier habe ich zum Beispiel das Schwert von Cassandra. Wenn ich das jetzt nehme, da seht ihr das. Da ist es. So. Und bei Dolchen habe ich jetzt hier die. Die habe ich schon alle geskillt. Also das ist ein Giftdolch. Und die habe ich jetzt alle auf Flammen gemacht. Zum Beispiel den hier. Kann ich euch ja mal kurz zeigen. Ja, der ist so... Sieht so ein bisschen neumodisch aus hier. Und der brennt halt. Weil ich habe hier den Skill Flammen drauf. So. Und jetzt haben wir den, der jetzt nicht so pralle aussieht. Machen wir auch meinen Bogen wieder rein. Also ihr könnt es auch mit den goldenen Sachen machen. So. Und dann gehen wir hier einfach mal auf optisch anpassen. Hier gibt es leider jetzt nicht so viel Auswahl. Also zum Beispiel, das ist ja der mit Gift. Der sieht da so grün aus, hier jetzt gerade nicht. Wenn ihr damit kämpft, sieht der grün aus. Also durch das Gift-Ding, was ich drauf habe. Und den habe ich ja auch. Und den habe ich. Das habt ihr ja gesehen. Dann haben wir hier den... Also mit Dolchen muss ich echt sagen, da sind sie ein bisschen sparsam. Da hätten sie mal ein bisschen mehr machen können.
Oder sind halt nur die, die ich selber als Skill in meiner Kiste habe, das, oder schon mal benutzt habe, dass ich die nutzen kann. So, und jetzt wollen wir aber wieder die. So. Bin ich doof. So, Quests haben wir jetzt auch neue. Hier unten zum Beispiel, da. Eisvogel ist jetzt zum Beispiel dazu gekommen. Wir haben jetzt auch noch ein neues Event. Haben wir hier nicht nur der Zyklop. Auch ein legendäres Schiff ist wieder mit bei. Hier. Das können wir auch gleich mal annehmen. Und Karte. So, jetzt kann ich euch mal zeigen, wo das war. Ich habe mir das vorhin auf der Karte angeguckt. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, bei mir ist komplett alles abgeschlossen. Hier oben nicht. Hier habe ich noch was zu machen. Aber sonst, die ganzen Basis-Dinger habe ich alle abgeschlossen. So, ich muss mal gucken, wo der Zyklop ist. Da. Ne, hier, das ist, glaube ich, die Prüfung. Irgendwo haben wir hier den Zyklopen, der war hier irgendwo auf der Seite. Jedenfalls habt ihr die Quest ja zur Verfügung und wird dann hier auch angezeigt. Bei mir haut es auch manchmal, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber bei mir haut es auch manchmal nicht hin, wenn ich eine Quest annehme oder wo ich auch die Kultisten angenommen habe und so gesagt habe, ey, ich weiß, wo der Kultist ist, den markiere ich. Dann bin ich auf der Landkarte gegangen und normalerweise hat man dann immer irgendwo so ein Kultistensymbol mit einem Pfeil, wo es weitergeht. So, hier unten da. Da seht ihr da zum Beispiel. Da. Und das ist nicht da. Da muss ich erstmal rausgehen, gehe wieder auf die Landkarte und dann ist irgendwo das Kultistensymbol oder das Symbol für eine Quest. Muss ich dann halt so rausgehen. Und dann gehe ich ganz normal wieder auf Landkarte und dann wird mir dieses Symbol erst angezeigt mit einem Pfeil, wo in etwa auf der Landkarte das ist. So. Wie gesagt, Schiff habe ich euch gezeigt, ist jetzt komplett fertig. Ich hatte ja auch schon zu dem Schiff ein Video gemacht und zu meiner Galionsfigur, die brennt. Und zu den Toten, die bei mir auf Schiff mitfahren oder meine Crew sind. Söldner haben auch viele gefragt, bin ich jetzt Rang 1? Bestimmt eine ganze Weile. Und hier haben wir jetzt auch ein detailliertes Menü, das ist jetzt auch neu dazu gekommen, damit wir sehen, welche Vorteile wir haben, wenn wir beim Söldnerrang ziemlich weit oben sind. Wie gesagt, ich bin Rang 1. Und da habt ihr alle diese Bonis, habt ihr denn da drin. Kultisten habe ich komplett fertig. Also für die, die noch Kultisten noch nicht haben, ja, das ist ein kleiner Spoiler. Ihr könnt hier so ein bisschen Kultisten sehen, wer ist. Das werde ich wahrscheinlich dann wenn ich es bearbeite, werde ich es vielleicht doch mal lieber verpixeln, weil ich euch da nicht so viel spoilern will. Wenn ihr durch seid, es kommen immer noch Söldner, wie ihr seht. Hier, der ist ja zum Kolosseum zum Beispiel und den kann ich verfolgen. Die habe ich noch gar nicht entdeckt. Und Rang 4, da habe ich schon 2 entdeckt. Aber irgendwie haben sie das auch erneuert, sehe ich gerade. Weil normalerweise habe ich hier ein paar, ihr seht, die weißen Punkte heißt, ich habe die entdeckt. Und normalerweise müssten hier auch ganz viele rote Punkte sein, weil ich hier ganz viele Söldner schon gekillt habe. Also es gibt nicht viele Söldner, die ich nicht entdeckt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also 16 Söldner muss ich noch entdecken. Und dann könnte ich einfach mit einem Rundumschlag alle ausschalten. Und dann wären ja alle tot. Bringt aber nichts, wie ihr seht, weil sie sind ja schon alle wieder weiß. Und die waren alle rot. Und hier ist aber jetzt nur einer rot. Und zwar, nee, der ist unentdeckt. Das weiß ich nicht, wo da das Problem dran ist, aber vielleicht kam das jetzt mit einem Update. Ich habe keine Ahnung. Das soll es jetzt auch soweit dazu gewesen sein. Achso, ich kann euch die Waffenkiste mal zeigen, weil ich habe alles ausgelagert. So, ich gehe mal ganz nach unten, dann fangen wir mal ganz unten an.
So, hier sind mein Beinschutz. Ich habe eigentlich nur, die blauen sind nur, weil ich die nicht verkaufen konnte. Das sind von DLCs. Ich habe alles, was lila und was gold ist, habe ich hier reingepackt. Ja? Und das muss ich eigentlich, das kann ich alles dann benutzen. Da müssen sie aber definitiv dann noch das Inventar in der Schatzkiste erhöhen, weil ich bin jetzt bei 209 an Platz und ja, 350 habe ich nur. Ja. Und jetzt könnt ihr gleich bei den Dolchen sehen, dass ich nicht so viele Dolche zur Auswahl habe. Also hier eigentlich gar keinen mehr, nur noch die sind hier drinne. Also ich muss unbedingt mal Dolche kaufen, dass ich halt noch ein bisschen optisch, weil das ist auch die Möglichkeit, um euren Skin anzupassen, wenn ihr jetzt einfach sagt, oh, ich würde mir den Dolch gerne anpassen, ich habe aber nur zwei verschiedene, kauft einfach. Wenn ihr seht hier im Laufe des Spiels, ihr kriegt genug Geld. Ja, also ich habe über 1 Million. Und da gebe ich euch auch noch einen Tipp von mir. Wenn ihr Waffen bekommt und Ausrüstung, die euch optisch vielleicht nicht gefällt. Ihr könnt auch nicht alles behalten, weil wie gesagt, ihr habt nicht so viel Platz. Und ihr werdet träge dadurch, wenn ihr viel mitschleppt. Und ihr müsst einfach verkaufen, um Geld zu bekommen. Und ihr müsst zerlegen, um Holz, Leder und sowas zu bekommen. Sonst bleibt ihr irgendwann auf der Strecke, weil das kostet alle ziemlich viel, also wo, das haben sie ja auch schon gesenkt, ziemlich viel an Geld, wenn man was aufwertet, eine Waffe, oder wenn man also eine Waffe verbessert oder wenn man irgendwie was herstellt oder so. Das kostet halt viel Leder, viel Dings und das ist halt echt doof, auch wenn man jetzt Schiff erweitert. Deswegen habe ich immer gemacht, ich habe eine gewisse Auswahl an Waffen und an Rüstungsteilen mir erspielt durch Lager oder was weiß ich, wenn ich irgendwelche Gegner platt gemacht habe. Und dann habe ich halt ein paar verkauft und ein paar Sachen habe ich zerlegt. Beim Verkaufen bekommt ihr Geld, beim Zerlegen bekommt ihr praktisch das, was hier oben ist. Leder, Eisen, Holz, das bekommt ihr dadurch alles. Die findet ihr bei eurem Fundorten und keine Ahnung, irgendwo habe ich die überall gefunden. Die findet ihr auch in Höhlen teilweise. Oder kriegt ihr auch teilweise beim Zerlegen. Ist immer unterschiedlich, je nachdem, was er zerlegt. Also da gebe ich euch den Tipp, macht die gesunde, ausgewogene Mischung. Nicht nur zerlegen, sondern auch verkaufen, damit ihr auch Geld habt. Damit ihr Sachen praktisch aufwerten könnt. Weil das Aufwerten war ziemlich teuer, das haben sie jetzt verbilligt. Ich habe auch schon wieder, Orichalkos habe ich auch schon wieder, hier 107. Habe ich schon ein paar Mal ausgegeben. Ah, die Orichalkos-Dinger, die Rüstungsteile und so. Also die fand ich jetzt, die er da hatte, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so pralle, muss ich sagen. Also optisch, naja. Und skillmäßig waren die jetzt auch nicht so toll. Also da müssten sie auf jeden Fall mal ein bisschen was verbessern, dass da ein bisschen, weil hat mir also persönlich nicht gefallen. So, das soll es auch gewesen sein zu dem kleinen Zwischenvideo von Assassin's Creed. Ich habe jetzt wieder ein bisschen was mehr, um Assassin's Creed zu spielen. Wir werden jetzt, Frauchen und ich werden dann heute Abend wahrscheinlich den Zyklopen kalt machen und die verlorene griechische Geschichte weiterspielen und dann vielleicht noch ein paar Inseln platt machen. Also komplett fertig machen. Ja. Und dann auf das nächste DLC warten. Im Februar, März kommen ja für die Season Pass Besitzer, wie mich jetzt zum Beispiel, also es kommen ja sowieso zwei DLCs, die halt drei Episoden beinhalten, Atlantis und noch irgendwas. Und dann kommt ja auch noch für die Season Pass Besitzer Assassin's Creed 3 und Assassin's Creed Liberation Remastered für die PlayStation 4. Nächstes Jahr, im Februar, März, glaube ich, war das in etwa. Also ist da in dem Season Pass schon enthalten. So, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.